Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, meine Leute, bevor das Video hier wirklich losgeht, wollte ich noch ganz kurz mit euch sprechen. Ich wollte euch nur informieren, dass nächste Woche eine Rabbids-Woche geplant ist. Das heißt, dass von montags bis freitags nur Rabbids-Folgen kommen werden. Warum, sage ich euch auch sofort. Ich habe das Spiel zu diesem Zeitpunkt schon fertig aufgenommen. Und ich würde das gerne so langsam abschließen, dieses Projekt. Also, ja, ich habe vor, dem nächsten Monat mit Pikmin anzufangen. Und ich will davor halt, wie gesagt, ein Projekt fertig haben. Und Rabbids ist halt das, was da am nächsten dran kommt. Es wird übrigens zweimal eine Rabbids-Woche vor Pikmins kommen. Also halt, wie gesagt, einmal nächste Woche, ne, vom Montag bis Freitag, nur Rabbids-Folgen. Und dann vom 10. Juli bis zum 14. Juli wird auch nur Rabbids kommen. Das war auch schon alles, was ich euch sagen wollte. Ich wollte nur, dass ihr Bescheid wisst, dass zu diesen beiden Wochen nur Rabbids-Folgen kommen werden. Ich habe das DLC auch schon fertig aufgenommen und ihr könnt euch da auf spannende Sachen freuen. Auch das Ende wird sehr spannend. Das verspreche ich euch. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit dem eigentlichen Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ja, beim letzten Mal haben wir hier ein spannendes Wasserrätsel gemacht, sind die halbe Speispitze hochgekraxelt und heute geht's um die Wurst, weil da wartet der fitze Tentakel und will unseren Hintern. Der Finsterzeit-Tentakel hockt auf der Quelle, die die Speispitze versorgt. Seid vorsichtig, der Wasserdruck wird sein wie... Ginny, es ist ja toll, dass du inzwischen abstrakte Ideen beschreiben kannst. Aber wir können gerade keine Metaphern gebrauchen. Das Teil müssen wir halt vernichten. Ja. Sehr interessant. Da unten, da muss ich hin. Da beginnt unsere Schlacht. Die Schlacht Wassermarsch. Oh, wir müssen einen Finsterzeitdamm vernichten. Drei davon. Halten die denn einiges aus? Wahrscheinlich. Wir haben hier sehr viele von diesem Windstoßresistenten. Würde ich mal sagen, nehmen wir hier die Schockwellen. Wir haben dich auch schon das ein oder andere Mal als nützlich erwiesen. So, dich grätsche ich einfach tot. Die anderen haben schon reingetreten. Bestimmt macht es Sinn, zuerst auf diesen Damm zu gehen. Die Frage ist, wie mache ich das Ding kaputt? Ich kann es nicht anziehen. Vielleicht muss ich die Vasen da hinten abschießen. Warte mal, ich lass mal Rebelle darüber. Fall nicht ins Wasser, fall nicht ins Wasser, fall nicht ins Wasser. Ah, die brauche ich, um das Teil kaputt zu machen. So, gesprengt. Das macht das Feld auch noch mal ein bisschen weg. Und wissen wir ja, wie wir arbeiten müssen. Rebella, bleibt mal da drüben. Die Scharfschützen, die werden mir so oder so auf den Keks gehen. Schade, das hätte sich ruhig noch einer von euch bewegen dürfen. So, Leute, ich kann direkt das nächste Ding kaputt machen. Ja.
Nur noch da unten müssen wir schrotten. Gibt es eigentlich noch mehr solche Trankdinger? Da unten ist auch direkt eins. Okay, dann brauche ich nicht extra von da oben holen. Ja, Rebella wird einen abbekommen. Aber bei ihr ist es tatsächlich am harmlosesten. Genau dich will ich mit dem Himmelsfeuer erwischen. Oh, ich habe die Spark-Energie gerade nochmal bekommen. Das heißt, ich kann nochmal angreifen. Das füllt sogar komplett auf. So, ich will jetzt mal was wissen. Kann ich damit auch den Gegner schaden? Ja, so ein bisschen. So, weg mit dir. Wir müssen auf der linken Seite bleiben. Wenn ich das richtig sehe. Ich kann vom Prinzip her die Gegner auch ignorieren. Und einfach straight up auf das Teil gehen. Das wäre zumindest eine Möglichkeit. So, dann vernichten wir noch den Sniper. So, den haben wir auch weggesnippt. Einen Angriff mussten wir einstecken, aber das ist nicht weiter schlimm. Das tut schon mehr weh. Na gut, ist jetzt aber nicht in einem Bereich, der sonderlich schlimm ist. Wir können die Gegner alle ignorieren. Tatsächlich. So, soweit wie von möglich ablegen. Damit Luigi einen Teamsprung machen. Soweit wie möglich weg. Ach komm, da muss Rebella das halt draufwerfen. So, und geschafft. Wir haben die Pfütze, also den Geysir, befreit. Jetzt ist hier alles wieder schön. Ah, die Duft, die Luft duftet süß. Und die Himmelblüte macht ihren Namen nun wieder alle Ehre. Ihr süßen Nähtrauschen gibt es eine ganze Galaxie aufgestauter Gefühle und wir hinken mit der Blumenbestellung ganz schön hinterher. Alle genehmigten Urlaubstage werden gestrichen. Die freuen sich, dass sie keinen Urlaub haben. Was
euch, bitte? Was euch betrifft, falls einer von euch heiratet, auf einen Abschlussball geht oder einen Schönheitswettbewerb gewinnt, meine Blumen stehen euch zur Verfügung. Das wird nicht nötig sein, hoffe ich. Aber es gibt ja etwas, das du für uns tun kannst. Kennst du einen guten Mechaniker? Unser Schiff braucht ordentlich Feuerkraft, wenn wir in Miseras Versteck eindringen wollen. Oh, edelmütige Genie. Könnte ich doch bloß all ihre Wünsche erfüllen. Doch leider bestanden selbst meine zahlreichen Talente. Du müsst Mut hier aufsuchen. Die wunderschöne und zarte Blume von Kakmalta. Und eine geniale Mechanikerin. Wir haben genug gereinigte Finsterzeitenergie, um einen Warp-Tunnel zu ihr zu erzeugen. Leben Sie wohl! Leben Sie wohl, Genie! Auch wenn mein Herz zerfließt, so können nicht am Boden. Sie können nicht am Boden bleiben. Sie müssen fliegen. Frei wie eine Nachtschwalbe. Ach, Wagner, ich glaube, ich werde dich vermissen. Mutti, sagst du? Alles klar. Wir lassen dich dann zu deinem Zug zurückkehren. Hm? Wollen wir dann los? Nee. Wir müssen hier noch die ein oder andere Aufgabe erfüllen. So, gucken wir uns einmal kurz die Karte an. Na, hier ist eine rote Münzen-Herausforderung. Da ist eine Kampfmission. Kurz vor der Speisspitze offenbar. Das war dieses Rankenrätsel. Okay, ich muss nur hier zwei Sachen machen. Da ist noch ein Spark. Hier den kolossalen Kamek. Dafür brauche ich erst mehr Sparks. Und hier ist gar nichts. Hoffe ich. Dann würde ich sagen, holen wir uns zuerst hier vorne die rote Münzen-Herausforderung, falls ich da jetzt drankomme. Okay, Leute, den Weg da oben dahin sehe ich jetzt gerade nicht. Vielleicht sehe ich mir noch im Verlauf des Videos. Ach nee, hier. Erstmal blind sein. Hab ihn doch gefunden. Oder zumindest hier hoch. Okay. Da oben sehe ich den Weg gerade, glaube ich, trotzdem nicht hin. Falls hier kein unsichtbarer Weg ist. Nee. Müsste ich von allen Seiten einmal gucken. Vielleicht kommt hier eine Kanone raus, wenn wir die Schlacht gewonnen haben. Halt! Ich erhalte gerade eine Übertragung von Madame Wastrellas vierter persönlicher Assistentin. Ihr seid alle verloren, wenn ihr nicht die Finsterzeitpfütze nahe meines Standorts auf Terra Flora beseitigt. Verloren, verloren, verloren. Es gibt noch einige weitere Absätze darüber, wie und warum wir verloren sind, aber die Botschaft ist angekommen. So ein Quatsch. Wir brauchen keine Schwindlerin, die uns sagt, wie man einer Finsterzeitpfütze fertig wird. Ich führe diesen Einsatz an. Ich komme mit dir. Wir geben schließlich ein ziemlich gutes Team ab. Hä? Hä? Dein Ernst, Rabbit Mario. Wie sehr du dich auch anstrengst, du stehst hier auf verlorenem Posten. Sie hat kein Interesse. Wann lernt Rabbit Mario, dass er hier auf verlorenem Posten ist? Nur 10 Milliarden Finsteraugen kaputt machen. Das klingt schon wieder lustig. Erstmal gebe ich dir den hier rüber. Und der Disconaut könnte bei dir ganz praktisch sein. Ich muss 20 Augen kaputt machen. Stimmt ja, man kann die auf die Augen drauf werfen. So, muss gucken.
So treffe ich beide. Oh gut, der kommt nicht an Rabbit Mario ran, gerade so. Ich treffe doch niemals. Wie viel Schaden macht das eigentlich, wenn ich einen Goomba auf die drauf werfe? Nicht sonderlich viel. So, dann machen wir hier mal alles weg. Schade, dass du nicht durch das Feuer Schaden bekommst. So, easy. Dann hole ich alles mal ein bisschen näher ran, mit der Disco. Kann ich die Goombas noch in den Abgrund hier werfen? So, der wäre damit auch weg. Glaube ich nur noch der da oben. Nee, sind noch zwei. So, Feuer. Hat gut getroffen. Und da ich die Spark-Energie bekommen habe, war es sogar noch mal praktischer. So, tschüss. Ich vergesse die ganze Zeit, Mario. Also Mario kann ja noch weiter angreifen. So, wieder mal gut Damage gedrückt. Mario ist ja immerhin zügellos. So, und tot gegrätscht. Kein Gegner da. Und falls keiner spawnt, kann ich ja jetzt einfach die ganzen Augen hier kaputt machen. Also, ja. Falls ein Gegner spawnt, seht ihr es. Ansonsten skip es, win. Also das ist jetzt schon irgendwo lustig, ne? Gerade wo ich beim letzten Auge bin. Genau dann wollen Gegner spawnen. Das war richtig einfach. So, haben wir Glück? Ist hier eventuell eine Kanone? Wir haben die Steampunk Aero-Klinge bekommen. Okay, hier ist Borstella. Hallo. Ihr seid verrückt. Ihr seid verrückt. Ach, ihr seid es. Ihr seid nicht verloren. Denn ihr habt für die Sicherheit dieses Standortes von Borstellas Dimensionsdrifthuren gesorgt. Kein Schaufenster, Bummel. Unsere Aktionäre sind euch sehr verbunden.
Nun, kolossale Kämpfer warten euch hinter dem Portal. Wer erwählt euer Team mit der Bedacht? Ja. Der Herausforderung können wir uns noch demnächst stellen. Ich guck nur mal kurz nochmal auf die Karte. Ja, die rote Münzen-Herausforderung fehlt halt. Mit der Kolossale kommen wir nicht dran. Mich interessiert, wie man da hochkommt. So, Leute, ich bin jetzt einfach mal hier wieder hingesprintet, wo die Speispitze vorher war. Weil hier ist ja ein Spark, den wir uns holen können. Auf einem aktiven Vulkan zu wohnen, ist überraschend langweilig. Normalerweise. Doch nur wurde ich von dunkler Magie aus meinem Laboratorium vertrieben. Als nächstes weiter ist. Diese Glücksboten, meine Krieger. Ja, wahre Glücksboten. Bitte verzeiht mir, dass ich euch nicht an einer wärmenden Feuerstelle empfangen kann. Und euch keine Erfrischung aus Wasser vermischt mit Salz und Schwefelverbindungen anbieten kann. Nein, es ist alles weg. Toxikomet. Oh, einer, der einen toxischen Regen macht. Darauf freue ich mich schon. Verzeihung, Meister Teriak. Ich brauche einen Trank, schnell. Auch mein Kessel wurde von der dunklen Magie erfasst. In ihm baut kein Strang zur Stärkung der Knochen und Unterstützung der Elektrolyte mehr. Bitte, ich will gegen die Mächte der Finsterzeit kämpfen. Aber dafür brauche ich einen starken Trank, der mich mutig macht. Einen starken Trank, wollte ich erst sagen. Da du in Eile bist, werde ich Unterstützung von meinen Besuchern hier brauchen. Wenn du meinen Kessel von meinem Fluch befreien, dann kann ich dir helfen. Na gut, da drüben ist die Tür zu meinem Laboratorium. Ihr dürft eintreten. Und für diese Röhre eigentlich? Das teste ich beim nächsten Mal. Auf ins Labor. Oh, ich kann hier die Karte nicht drehen. Wie gemein ist das denn? Okay, war klar, dass wir kämpfen müssen. Ich werde nichts aus dem Labor von diesem Typen trinken, egal wie eindruckend das auf dem Foto aussieht. Bitte nichts mit überleben. Nee, ich muss alle besiegen. Was haben wir denn hier vor uns? Ich brauche die Schleimtypen auf jeden Fall. Elektrizität. Okay. Leute, das habe ich vorhin gar nicht mitbekommen. Wir haben einen weiteren Spark bekommen. Reanimond. Verbündete in Reichweite werden mit 30% ihrer maximalen KP wiederbelebt. Das ist doch ein ultra starker Spark. Den nehme ich statt dem Vampir-Ding. Ich verbessere mich auch direkt auf die maximale Stufe. Ist besser als die Drakosphäre. So, den ersten finish ich hier gerade direkt. Habe ich einfach mal kaputt getreten. Oh. Interessant. Wir haben hier noch ein paar Kugeln zum Werfen. Komm mal da weg, Rosalina. Eine Schockkugel. Oh, eine Windstoßkugel. Und die werde ich anständig nutzen.
So, Feuerhimmelsregen auf euch beide! Und das hat den einen ultra gut getroffen. Trifft alle! Oder? Nee, den ganz links hat es nicht getroffen. Erfrische und Energie habe ich bekommen. So, dich vernichte ich. Loser. Dennoch so. Einen vernichtet. Ach, die haben diese Heiler auch noch unter sich. Die nervigsten. Gut. Wieso haben sie die impersonalisierte Pest unter sich? So, nochmal Schockwellenschleim. Und den Spark-Erfrische noch bekommen. So, ich töte höchstwahrscheinlich nicht euch beide. Wenn müsste ich gucken, dass Rebelle natürlich am Leben bleibt. Für dich mache ich einfach einmal ganz kurz handlungsunfähig. Und schießt den da ab. So, und dich vernichte ich jetzt. So, tot. So. Ich treffe genau einen, nämlich den da. So, die Sicht war aktiv. Und ist genau der Tod, den ich tot haben will. Der anderen ein Schild geben kann. Ich sehe übrigens jetzt erst, dass der Topf durchgehend diese Sachen spawnt. Das heißt, wenn ich kann, sollte ich die Dinger alle nutzen. So, eine Grätsche noch und der ist tot. Mach sofort Schockwellen. Das Teil habe ich offenbar mitgetroffen. So, die beiden sind tot. Und dem da oben habe ich auch noch eine mitgegeben. Wollt ihr mehr? Nur noch drei sind übrig. Na los. Ja, das war klar. Und der hat jetzt den Konter. Das Gute ist, der da oben scheint nicht drauf zu reagieren, wenn man ihn mit der Kugel abwirft. Boah, das ist so schön mit anzusehen. So, und jetzt werdet ihr weggeblasen. So, jetzt muss ich nur da hoch. Nur einer ist übrig. Und ich habe eine tolle Idee für den. So, erstmal Elektroregen. Oh, der ist tot. Der hat so viele gefressen. Easy. Und sogar Level 27 erreicht. Muss ich jetzt hier ein Rätsel schaffen? Ja, ja, ihr seid wahre Krieger. Sie haben es geschafft. Jetzt kannst du einen Trank brauen, der mich mutig macht, oder? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, dass ich das schon getan habe.
Nun, da die Pfütze beseitigt ist, kann die echte Arbeit beginnen. Könnt ihr mir die Ehre erweisen, eine Tinktur zur Heilung unseres feigen Freundes zu brauen? Das Rezept ist einfach, doch gebt Acht. Nur ein Fehler, ein falscher Schritt und das Ergebnis könnte schrecklich sein. Das Rezept steht auf der Tafel, doch es ist verschlüsselt. Meine Konkurrenten würden es nur zu gerne klauen und unter ihrem eigenen Namen herstellen. Die Symbole zeigen an, welche Zutaten verwendet und bei welcher Temperatur sie gekocht werden müssen. Ihr müsst nur die richtige Reihenfolge herausfinden. Nur ein Fehler genügt. Eine falsche Zutat oder die falsche Temperatur. Und ihr müsst von vorne anfangen mit gestiegenen Kosten. Wir schaffen das. Richtig, Leute? Ja, easy peasy. Ich meine, es ist ja wirklich da easy angepinselt. So, rein damit. Danach drehe ich das auf das Grüne. Ach so, ich muss auf irgendwas warten. Zu langsam, aber sicher bin ich verwirrt. Aber das ist ja nichts Neues. So, einmal nach rechts. Okay, ich bin hier nur verwirrt. Wir machen das beim nächsten Mal. Ich habe das jetzt ein paar Mal versucht und komme hier nicht weiter. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis bald.